Hallihallo, der Zausel hier. Zausel fährt Motorrad, Roller und erklärt euch ein, zwei Situationen, die man heute beachten sollte. Heute geht es um den Kuder auf vier Rädern. Ein Roller, der etwas anderes ist. Seid bitte so gut und unterstützt uns mit einem Like und schreibt was in die Kommentare. Abonniert uns und habt Spaß bei unseren Blogs. Jetzt geht's los. Hallo, hier das erste wichtige Element, die sogenannte Handbremse. Das Schöne an dieser Handbremse ist, dass der Kuder in dem Moment steht, vernünftig und nicht umfallen kann oder links rechts kippeln kann. Dies gibt mir eine Sicherheit für dieses Fahrzeug. Ja, der Kuder mit vier Rädern, ein wunderschöner Roller, der mit Klasse 3 zu fahren ist. Wir haben heute einfach mal einen nagelneuen Kuder getestet, um einfach mal zu schauen, wie verhält es sich, wenn jemand, der noch nie Roller, Motorrad oder sonst was gefahren ist, mit diesem Roller zurechtkommt. Wir haben uns dazu auf einen großen Parkplatz begeben und haben einfach mal geschaut, wie ist das Verhalten, wie fährt sich dieser Roller, wie vermittelt er Sicherheit und wie kommt jemand damit zurecht, der vorher eigentlich null Erfahrung mit so einem Fahrzeug gehabt hat. Im Vorfeld gab es natürlich eine Einweisung. Ich habe mit den Teilnehmern gesprochen und denen erklärt, was ist zu beachten, Ideallinie, wie ist das Verhalten, ein bisschen über Fliehkraft gesprochen, über Kurvenscheitelpunkte gesprochen und natürlich einige Tipps und Tricks aus dem ADAC Sicherheitstraining Kurvenfahren mit dem Motorrad. Hier stellte sich heraus, dass der Kuder durch seine Handbremsenfunktion sehr, sehr sicher stehen kann und sich auch schnell in den Kurven sehr gut verhält. Das Schöne an dem Kuder ist natürlich auch, dass man sehr, sehr schnell sich auf diesem Fahrzeug wohlfühlt. Ich selber habe dieses Fahrzeug natürlich im Vorfeld auch getestet, bin ein paar Runden vorweggefahren und habe dann ein, zwei Ängste bzw. Bedenken weitergegeben. Ich glaube, viele Anfänger haben erstmal das Problem, wie schnell kann ich in den Kurven fahren oder kippt mir das Ding bei zu langsamer Fahrt eigentlich um. Hier kann ich sagen, nein, ich habe den Kuder gefahren mit 5 km/h Schrittgeschwindigkeit und bin zu der Erkenntnis gekommen, dass dieses Fahrzeug sehr, sehr sicher ist. Durch seine Automatik habe ich auch ein sehr, sehr gutes Gefühl. Er verhält sich auch in den Kurven sehr, sehr leicht und man hat auch sehr, sehr schnell ein gutes Gefühl und kommt mit diesem Kuder sehr schnell gut voran. Trotzdem sollte man meiner Meinung nach am Anfang genauso ein kleines Training für sich selber machen. Hier ist es wirklich wichtig, dass man kurz das Verhalten eines Kuders feststellt. Wie ist er in den Kurven? Wie ist das Gewicht? Wie bremse ich? Wie bleibe ich stehen? Das sind alles Dinge, die sollte jeder als Einweisung für so ein Fahrzeug beachten. Und hier zu guter Letzt gab es noch einen Kaffee und wir waren mit dem heutigen Tag soweit fertig. Mein Fazit zu dem Kuder ist, Spaß auf vier Rädern ist hier wirklich gegeben. Es ist ein schönes Fahrzeug, es ist ein aufsehendes Fahrzeug. Viele Leute sprechen einen direkt an. Was hast du denn da Spannendes? Es ist wirklich mehr als ein Roller. Ich werde im nächsten Blog noch einzeln und mehr auf die Details, auf die Kurvenlage dieses Fahrzeugs eingehen. Aber hier soll es heute erstmal mit dem Einstieg und wie fährt er sich, wie ist er eigentlich für heute eigentlich reichen. Ich bedanke mich fürs Zuschauen und wenn ihr mehr Fragen habt, schreibt es in die Kommentare. Euer Zausel.